Und damit willkommen zurück zu Hitman. Wir machen hier mal wieder eine Lautstärke, also eine Synchronisations. 1, 2, also nein, warte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, ich hoffe, das hilft mir. Ich habe keine Ahnung. Die Parts habe ich nämlich nicht verarbeitet. Ich habe jetzt erstmal drei andere gerendert. So, und hier haben wir aufgehört, hier machen wir weiter. Es ist noch nichts passiert. Ich habe nur kurz die Waffe gewechselt, damit wir keine Waffe haben. Okay, sehr schön. Noch ein Schuss für die Armbrust, damit haben wir mal ihn hier weg. Du hast nichts gesehen, Junge. Ja, ich habe keine Lust, mich hier mit dem Ding umzugucken. Das ist ja richtig krass. Da liegt eine schöne Waffe. Steht die da? Liegt die da? Die steht da. Verdammt. Ich weiß noch nicht warum. Ah, warte mal. Ich warte mal ganz kurz. Bis der da wieder den Rückzug antritt. Das hat nicht geklappt. Ich glaube echt, die sind beschränkt. Meine Kollege ruft gerade nach Alarm und dann nur sagt er nichts mehr und der Alarm ist an und irgendwie doch nicht. Aber der Alarm ist, glaube ich, auch nur so lange an, wie die Leute dran stehen. Also wenn sie kaputt geschossen sind. Vor allem, der ist genau neben ihm. Wow. Ist nicht so schlimm, die hören das ja zum Glück alles nicht. Also man könnte das alles auch mit der Schrotflinte oder mit einem, weiß ich nicht, Sturmgewehr machen. Die würden das alle nicht hören. Ist ja nicht so, dass es auf der ganzen Karte hören würde. Man kann diese scheiß Tür übrigens leider nicht hoch. Obwohl ich das sehr gerne würde und mir die MG schnappe. Hier hinten geht's rein, ne? Ja. Dupdi dupdi Schön, der M60. Gesneakt. Wie man heutzutage in hipper Sprache wohl sagt. Schade, dass ich nicht hip bin. Level complete. Weiß nicht, 15 Sekunden gehabt zum Weglaufen, aber also 24 war ja original. Aber das war ganz knapp. Nice work. Now get back to the boat. What the hell's going on? I told him not to smoke around the hangar. Watch out! They could blow again! Natürlich sehen die mich hier nicht. Ah! Das war ziemlich scheiße.
Meine Fresse, hier am Dingens kann man kein Medic benutzen. Ich hab Eis in Luft gejagt. Das ist lustig. Get back to the boat, hat sie gesagt. Get back to the boat. Aber ich glaube. Probleme. So scheiße, wir haben keine Munition mehr für die Wichse. Und wir können das leider nicht auf Dirtfire Mode umstellen. Wir unterstützen sie nicht logischerweise. Weil Waffen ja immer nur eine Funktion haben, zum Beispiel reinzoomen mit dem Scope oder halt ein Feuermodi oder halt ein Granatwerfer wie hier. Der Granatwerfer ist übrigens echt OP, der macht richtig viel Schaden. Seht ihr? Einfach weggehauen. Oh, Kacke! Mann! So. Steht hier auf einmal neuer Krempel rum? Ich glaube nicht. Doch, da liegt ein Medipack. Ja, fick dich! Ja, gehen wir doch einfach mal hier rein, hm? Das war nicht so schlau. Kommt er jetzt oder nicht? Weil den Jungen mag ich nicht so gerne. Ich will euch ja nicht spoilern. Aber nennen wir ihn Boss? Ah, nice. Noch Medikit gefunden. Ich meine, er hätte ja wenigstens mal ein bisschen M60 Munition mitnehmen können, ne? Ja. Ja, ja, halt die Fresse. Drop your weapon, man. Let's talk about this. Der Penner hat nämlich auch eine M60. Aber die haben wir auch. Asi. Die haben nur 50 Schuss dafür, das ist das Problem. Die macht übertrieben viel Damage, habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Wirklich übertrieben viel Damage. So, irgendwie war der Kampf mal schlimmer. Okay. Du. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Ich glaube da rein. Ich glaube. Ne, hier lag nichts mehr. Okay. Ich dachte, hier lag noch ein blauer Umschlag. Mindestens bei 9 Minuten. Und Level complete, nice. Der Boss war viel einfacher, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also wirklich viel einfacher. Und unsere jetzige Aufgabe heißt Infiltrate the Submarine before it leaves. Das schaut nicht so schwer. Whatever. Everyone's going back up. We'll find out soon enough.
You better. What the? Duty officer requested at Central. Ja, Steve Rowland, sind wir ja nicht. Wir sind übrigens nicht besonders schlau, ich meine, wir standen direkt neben ihm. So. Das war, glaube ich, alles, was wir mitnehmen konnten hier. Hoffe ich. Ich wollte gerade sagen, wir können doch bestimmt auch hier rein, wenn wir zu langsam gewesen wären, ne? Ja. Das geht auch. Wenn wir hätten noch drin bleiben können, ich habe keine Flumpgranaten mehr. Ja, ich habe die Flumpgranaten damals genannt. Das sind natürlich Unterlaufgranaten. Da saßen wir eben schon mal. Fuck. Nice, danke. Wie gesagt, man kann das hier natürlich auch leise machen. Aber wir können halt auch laut sein eigentlich. Ja. On the way to the underground boat. Box of assault rifle ammunition. Nice. Gut. Wohin können wir denn hier? Nice, hier hin. Gut. Natürlich gibt es immer Lüftungsschächte, die uns helfen. Habe ich jetzt am Anfang dieser Mission einen Soundcheck gemacht? Ich glaube schon. Gerade ganz kurz was schreiben. Danke. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, hä? Und jetzt? Ich lasse sie noch kurz weggehen, weil den will ich gerne einzeln erschatten. Die haben Helm und Rüstung. Das heißt, die sind nicht ganz so easy. Okay, ich glaube, die schließen die Tür nicht. Sollte ich davon ausgehen, dass da unten nichts ist? Ja. Bin mir nicht sicher, wir können durch das Glas springen, weil die hier die Tür zumachen werden. Was? Achso, die haben nur einen Helm auf. Oh, okay. Das hab ich nicht gesehen. Scheiße. Boah, die Räume sind hübsch.
Checkpoint reached. Can't hold any more armor. Okay, da muss ich mich kurz auf den Kopf schalten. Kackersies! Ich hol mir kurz die. Achso, ist voll, scheiße. Ich wollte mir gerade noch die Sturmgewehrmunition holen. Das ist übrigens der Unterlaufkanal, wenn der leer ist. Das war nicht so gut gespielt von euch, muss ich sagen. Aber ist ja auch egal. Achso, da. Okay, aber ich glaube, wir gehen hier nochmal runter und gucken uns da um. Der Part ist auch gleich zu Ende. Eigentlich haben wir einen Safe Point. Außer einmal, wo ich in der Schneewüste war und mir gedacht habe, oh ja, ich speichere mal. Also ich beende den Part eine Sekunde vor dem Checkpoint. Der ist wohl nicht so schlau. Ah, okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Sehe ich das richtig? Das ist auch eine unsichtbare Wand. Willst du mich jetzt verarschen? Danke. Schon besser. Das war das Tor hier, ne? Nicht mehr? Was war das für ein Tor? Ja, das war das Tor, genau. Okay. Wir haben uns jetzt schon wieder gesehen. Fuck, fuck, fuck. Ich wollte gerade sagen, er hatte doch ein Helmchen auf. Ich dachte doch eigentlich, dass er eine Schutzweste hat, hat er aber nicht. Kacke. So, nehmen wir mal einen Medic. Und dann. Ist hier unten niemand? Oh. Hä? Ich sah nicht raus? Oder bin ich verwirrt? Hier geht's raus, genau. Warte mal, ich mach jetzt noch so schön. Nice, sogar noch erwischt, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, der fliegt über ihn und er entdeckt das. Ja, den brauchen wir auch. USS Patriot, closing hatch in 15 minutes. Digga. Vor dir ist eben dein Kumpel gestorben. Also nicht direkt vor dir, aber in der Nähe von dir ist eben dein Kumpel gestorben. Den hättest du auch vor dem Blick. Ja, okay, ganz klar nicht. Die haben sich gut positioniert hier. Hier sind schöne Torpedos. Ich weiß nicht, wie man so einen großen Bunker der Regierung vorenthalten will, aber okay. So, kommen wir hier weiter? Nö, sehr gut, aber ich habe schon gesehen, wo wir weiterkommen. Das war jetzt zum Runterkommen oder was ist das für eine? Hä? Das ist nicht der zum Runterkommen. Wir gucken uns das jetzt noch an und dann speichere ich auch. Also nein, dann speichere ich nicht, sondern dann beende ich den Part. Ach kacke. Ich habe nicht gesehen, dass hier eine Treppe rauf führt. Verdammt. Und hier ist auch noch eine Tür, die wir nicht öffnen können. Sehr schön.
So, dann gehen wir mal hier hoch. Und gehen mal hier hoch. Können wir uns da bis da drauf? Ne, wir können uns bis da drauf schwingen. Ah, wir hätten noch an der Decke lang gehen können, oder? Oder was? Ah, ich sehe noch schön. Kann ich da schon hin? Alter. Meh. Das ist realistisch. Ein Stahlkabel reißt einfach. Leck mich. Okay, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich genau wieder da bin, wo jetzt. Bis dann. Tschüss. Und ich bin nicht salty. Nein, nein. Achso. Abonnieren in der Mitte. Links eine Playlist. Rechts ein random Video oder so. Schönen Tag noch. Tschüss.